Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Weber, also Sea Guardian hat jetzt wirklich nichts mit einem Einwanderungsgesetz oder Fachkräftezuwanderungsgesetz zu tun. Ich glaube, wir müssen die Themen trennen. Und es ist in unserer Debatte wichtig, auch für die Menschen in unserem Land wichtig, dass wir die Themen Asyl, Flucht trennen von der Frage der Fachkräftezuwanderung. Aber meine Damen und Herren, ich möchte jetzt aber auch was zum Einsatz selbst sagen. Ein Drittel aller weltweit verschifften Güter kommt auf ihrem Weg zu uns oder in die Welt zu ihrem Kunden irgendwann mal durchs Mittelmeer. Zwei Drittel des in Europa verbrauchten Öl und Gas geht durchs Mittelmeer. Und meine Damen und Herren, auch ein Großteil der Flüchtlinge kommt über diesen Weg zu uns. Und genauso wie die Wirtschaft das Mittelmeer als Drehscheibe nutzt, nutzen es auch alle möglichen Schlepperorganisationen und Terrorgruppen. Und deswegen ist Sicherheit im Mittelmeer ein entscheidender Faktor für Sicherheit in Deutschland und Sicherheit in Europa. Aber kein Land alleine, auch nicht Deutschland, auch nicht Italien, auch nicht Spanien, kann Sicherheit im Mittelmeer alleine herstellen. Es geht nur über internationale Zusammenarbeit. Und Sea Guardian bietet dafür technisch und organisatorisch eine Kooperationsplattform. Die Länder können sich anmelden bei Sea Guardian, geben ihre Aufklärungsergebnisse weiter, egal vom Festlandradar, von Schiffen, von Flugzeugen. Die NATO führt diese ganzen Daten zusammen und erstellt daraus ein Lagebild. Was heißt denn das konkret? Lagebild bedeutet nicht nur zu wissen, wo welches Schiff sich im Moment gerade befindet, sondern Lagebild bedeutet konkret Datenanalyse, Bewegungsmuster der Vergangenheit analysieren und dann zum Beispiel eine Prognose abzugeben, ob jetzt das Schiff auf dem Radar ein Fischkutter ist, der jeden Tag rausfährt, oder ob da versucht gerade jemand, das Waffenembargo für Libyen zu unterlaufen. Und wenn so ein verdächtiges Schiff dann identifiziert wird, dann haben die Schiffe von Sea Guardian das Recht, das Schiff zu kontrollieren. Und wenn sie nicht selber in der Nähe sind, geben sie einen entsprechenden Hinweis an EU-NAVFOR-Med oder an eine entsprechende Küstenwache. Und meine Damen und Herren, der Vorteil von Sea Guardian ist seine flexible Struktur. Deutschland beteiligt sich auch nicht ständig an der Mission, sondern es läuft praktisch so ab, wenn ein deutsches Schiff auf dem Weg zum Beispiel zu einem anderen Einsatzgebiet das Mittelmeer passiert, dann meldet es sich bei Sea Guardian an und für die Dauer der Passage gibt es seine Aufklärungsergebnisse an Sea Guardian, an die NATO weiter. Und wenn die Passage zu Ende ist, dann meldet es sich wieder ab und geht in einen anderen Einsatz. Das ist im vergangenen Jahr ungefähr 20 Mal passiert. Der deutsche Beitrag zu dieser Mission ist also alles in allem überschaubar. Und es ist schon angesprochen worden, unsere Marine ist in vielen Punkten an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit auch mit angekommen. Das sehen aber auch unsere Partner. Und wir haben auch großes Verständnis bei unseren Partnern und auch großes Respekt unserer Partner für das, was unsere Marine im Mittelmeer und in anderen Seegebieten mitleistet. Dennoch sollten wir diesen Beitrag zu Sea Guardian fortsetzen. Es belastet uns nicht in großem Maße, ist aber ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Und es trägt auch zur Sicherheit in Deutschland und in Europa bei, wenn wir wissen, was auf dem Mittelmeer passiert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.